Boris Beckers erstes Interview nach seinem Gefängnisaufenthalt war voller Tränen, Emotionen und offenen Aussagen. Aber war das alles wirklich echt? Ein Körpersprache-Experte nimmt das Gespräch ganz genau unter die Lupe. Der Fachmann Thorsten Havener hatte der Bild zu dem Interview Folgendes zu sagen. Becker wirkte in seiner Körpersprache sehr emotional und geerdet. Er schaute oft nach unten, was Menschen meist tun, wenn sie große Emotionen anzapfen. Außerdem gibt er an, dass Beckers Gesten authentisch wirken und seine Körpersprache Offenheit und Ehrlichkeit widerspiegelt. Auch ein Psychologe befasste sich mit dem ersten Interview Beckers nach seiner Freilassung. Seine Analyse fällt etwas anders aus. Es fällt auf, dass Boris Becker sich in seinen Äußerungen immer noch innerlich von einem Straftäter abhebt. Seine Zeit im Gefängnis stellt er als eine Welt der anderen dar, wo er nicht hingehört, verriet Dr. Sebastian Bartoschek der Bild. Aufrichtige Reue soll der ehemalige Tennisstar nicht zeigen. Wirkliche Reue und Einsicht gelingt ihm nicht. Becker begibt sich in die Rolle eines Opfers, dem etwas Schlimmes widerfahren ist und der das alles nicht verdient hat. Und was ist mit seinen Gefühlsausbrüchen im TV? Das sagte der Psychologe dazu. Beckers Tränen sind sicher echt, weil ihm die Trennung von seiner Freundin nahegegangen ist. Aber es sind keine Tränen der Reue, sondern des Selbstmitleids.